Hallo liebe Brettspielfans, heute habe ich für euch anstatt eines Regelvideos mal was ganz anderes mitgebracht. Ihr seht es hier schon vor mir, ich schaue mir heute die Board Game Organizer von Kraken Wargames an. Herzlichen Dank an dieser Stelle an Kraken Wargames, die mir so eine kleine Auswahl ihrer Board Game Organizer zur Verfügung gestellt haben. Ihr kennt das wahrscheinlich alle, die Inserts oder Inlays bei Brettspielen, die lassen oft schon sehr zu wünschen übrig, also manchmal gibt es auch überhaupt keins. Letztendlich behilft man sich dann mit den Zipbeuteln, die dabei liegen, schmeißt alles irgendwie in die Schachtel und dadurch braucht man also beim Spielaufbau als auch dann beim Aufräumen eigentlich noch länger, als es sein müsste. Abhilfe schaffen da solche Sortiereinsätze. Da gibt es verschiedenste auf dem Markt, manch einer von euch, der löst das vielleicht mit einem eigenen 3D-Drucker, andere besorgen sich Schaumstoffeinsätze und so weiter. Hier habe ich jetzt also diese Boardgame Organizer von Kraken Wargames. Link findet ihr in der Beschreibung. Also angeblich sollen jetzt diese Organizer schnell und einfach zusammenzubauen sein. Man benötigt keinen Kleber, keine Werkzeuge, die passen für gesleevte Karten, also alles ideal. Schauen wir uns alles gemeinsam an und dann sehen wir uns zum Fazit wieder. Ja, ich habe mir gedacht, wir schauen uns einfach mal diesen Organizer für Praga Kaput Regni an. Auf der Rückseite steht ein bisschen drauf, Construction Kit, also im Prinzip Bausatz, Efficient Storage, Improved Gameplay, HDF-Material, leicht zusammenzubauen, kein Kleber, keine Werkzeuge werden gebraucht, Anleitung inliegend und passend auch mit gesleeveden Karten. Wir schauen uns an, ob das alles so stimmt. Packen wir mal aus, gucken wir mal rein, was uns da erwartet. Schauen wir mal, es geht so, glaube ich, raus. So, jawohl. Dann zugeklebt. Und dann schauen wir mal, was uns da jetzt entgegenspringt. Okay, sieht also so aus, als hätten wir hier schon so Platten. Da ist eine Art Folie drauf und hier scheint alles beschriftet zu sein, hier zumindest in Zahlen außenrum. Okay, einmal, was haben wir hier noch? Jawohl, also so wie das hier aussieht, dieses Verbrannte, so riecht es übrigens auch. Aber ist ja normal, wenn das Ganze gelasert wird. Ne? So, okay, jawohl, schauen wir, wo die angepriesene Anleitung ist, aber hier unten versteckt die sich. Okay, also schauen wir mal auf die Anleitung. Das ist nur ein Blatt Papier, so wie ich das sehe, doppelseitig bedruckt. Okay, einzelne Bauschritte, 1, 2, 3 und 4 und 5. Ich würde sagen, wir gehen die einfach mal durch. Hier oben haben wir ein bisschen Text. Nummer raussuchen, Teil raustrennen, Papier abziehen, Teil einsetzen. Hört sich einfach an. Mal schauen. Also ich probiere das jetzt auf jeden Fall mal aus, ohne Werkzeug, ohne alles. Und guck mal, wie es funktioniert. Schaut einfach mal zu, was ein bisschen passiert.
So, jetzt also der erste Bauschritt mehr oder weniger. Da heißt es, diese Teile hier zusammenstecken. Jetzt gucke ich mal, ob die passgenau sind. Mal schauen. Also hier, das scheint zu passen. Hier auch, hier auch. Jetzt geht es ein bisschen streng. Ah, die klicken ineinander. Hört man auch. Und jetzt sind die bombenfest. Also da rutscht auch nichts mehr raus. Das ist wirklich bombenfest. Also die klicken ineinander und passen haargenau. Also das ist schon mal, also ganz ehrlich, das ist überzeugend. Super. Also schauen wir nächstes Teil. Mal schauen, ob es genauso reinklickt. Das gehört jetzt hier außen drauf. Warum klickt es überhaupt so ein? Ah, weil hier das so geriffelt ist. Okay, schauen wir mal. Und auch hier. Ah, jawohl. Zwar jetzt nicht mit Klicken, aber man spürt, dass es einrastet. Gut, also das ist schon mal der erste Bauschritt und es funktioniert wirklich kinderleicht. Und so wie es aussieht, wenn das so weitergeht, wirklich ohne Werkzeug und hält bombenfest. Schauen wir mal weiter. Ja, und das ist der erste Einsatz und der ist wirklich bombenfest. Das hält alles, es ist stabil, da geht nichts auseinander. Also als wäre das Ding geklebt. Also ich bin völlig überrascht, wie gut es hält. Also wirklich bombig. Also da gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Wie lange war ich da jetzt drüber? Ein paar Minuten. Also das geht wirklich super schnell und es ist genauso wie beschrieben. Man sucht sich die jeweilige Nummer hier raus, die hier so eingebrannt ist. Dann stanzt man das raus. Geht ein bisschen schwerer natürlich, als es bei den Spielen mit den Stanzbögen und den Pappdeckeln. Klar, geht ein bisschen streng raus, aber geht tatsächlich auch ohne Werkzeug raus. Ich weiß, bei manchen anderen Herstellern muss man hier dann quasi mit dem Messer hier dann quasi diese Stanzbögen dann hier so rausschneiden. Ist hier alles nicht notwendig, geht also wirklich von Hand raus, lässt sich sauber rauslösen. Muss man keine Angst haben, dass man was kaputt macht. Und dann wirklich nur diese Folie abziehen. Dann hat man hier eben dieses schwarze HDF. Und dann steckt man das wirklich nur ineinander. Manchmal klickt es, manchmal nicht, aber man merkt, dass es ineinander greift und auch richtig dann einrastet und ist dann wirklich bombenfest. Also, klasse. Ich baue das ganze Ding jetzt mal fertig zusammen und dann schauen wir mal, wie das fertige Produkt ausschaut. Ja, so sieht das fertig aufgebaute Set aus. Also vom ersten bis zum letzten Bauschritt, das Ganze war überhaupt kein Problem. Das ist einfach nur top gemacht. Hält bombenfest, die Aussparungen sind so exakt geschnitten, dass wirklich die Teile zu 100% genau da reinpassen. Also es gab jetzt während des gesamten Aufbaus nicht einmal irgendwo ein Problem, wo es gehakt hätte. Kein Werkzeug gebraucht, einfach nur ineinander stecken, nach der Anleitung in die Anleitung ist klasse. Funktioniert also genau wie beschrieben. Ja gut, dann würde ich jetzt sagen, wir räumen mal ein. Ja, so sieht es jetzt vorher aus. Und jetzt werden wir mal die ersten Teile einräumen und schauen, wie die Schachtel dann mit dem neuen Set aussieht. Ja, und so sieht der fertige Einsatz aus. Es ist alles drin. Hier der andere Einsatz, der passt hier noch schön hier mit rein. Alles aufgeräumt, passt alles mit rein, so wie soll. Auch die Playerboards. Ja, im Prinzip macht dieser Organizer alles, was er soll. Funktioniert wunderbar, der Zusammenbau klappt prima, alle Teile sind aufgeräumt,
Das Einzige, was vielleicht nicht hundertprozentig funktionieren wird, wenn ihr die Schachtel jetzt aufrecht stellen wollt, dann werden hier vielleicht diese Sachen dann rausfallen. Also es ist nicht so, dass hier das alles so gesichert ist, dass die Teile jetzt nicht rausfallen würden, wenn man die aufrecht stellt. Also die muss dann schon hier liegend in den Schrank rein, damit da nichts passiert. Aber ansonsten ist es wirklich eine super Sache. Ihr könnt also dann die Teile einfach rausnehmen und entsprechend auf den Tisch stellen. Das ist wirklich vom Aufbau her, geht es definitiv schneller als mit den Tüten, die ich vorher hatte. Also von daher, klare Empfehlung, das Ding funktioniert zu 100%. Ja, ihr habt's gesehen, die Leute von Kraken War Games haben nicht zu viel versprochen. Die Qualität des Materials ist top, die Teile sind präzise gelasert, passen perfekt zusammen. Der Zusammenbau ist tatsächlich relativ einfach. Gut, bei manchen Teilen muss man schon ein bisschen fummeln, vor allen Dingen dann, wenn mehrere Teile gleichzeitig ineinander greifen müssen, aber man bekommt's hin. Tatsächlich braucht man also keinen Kleber, keine Werkzeuge und trotzdem halten die Teile fest zusammen. Das liegt daran, dass das so eine Art Klicksystem ist. Man muss also die Teile erstmal so in Position bringen, dann fest zusammendrücken, bis die quasi einrasten. Und dann hält das auch. Beim Organizer für Dune Imperium gibt es zwar so kleine Stege bei den Kartenhaltern, da weiß ich nicht, ob die lang halten, aber gut. Zur Not kann man da immer noch mal einen Tropfen Kleber drauf machen, falls das sich wirklich mal lösen sollte. Die Organizer, die ich jetzt hier habe, sind alle für die jeweiligen Grundspiele ausgelegt. Also habt ihr zum Beispiel irgendwelche Erweiterungen, dann kann es schon schwierig werden. Zum Beispiel bei Seven Wonders Duel habe ich beide Erweiterungen nicht mit unterbringen können, aber fürs Grundspiel ist perfekt. Bei Dune Imperium bekommt ihr aber die Erweiterung ohne Probleme mit untergebracht. Die Kartenhalter sind allesamt für gesleevte Karten ausgelegt, auch da gab es keinerlei Schwierigkeiten. Der Nachteil an diesen Sortiereinsätzen ist, dass ihr die Spiele nicht mehr hochkant in den Schrank stellen könnt. Da fallen euch dann die Spielmaterialien aus den Einsätzen raus. Das ist aber, glaube ich, jetzt nicht ein Problem ist dieser Einsätze im Speziellen, sondern ich glaube, es ist generell bei dieser Art der Einsätze hier der Fall. Alles in allem bin ich mit den Organisern von Kraken War Games echt zufrieden. Die Preise sind aus meiner Sicht absolut angemessen für die Qualität, die man hier bekommt. Die meisten Organizer bewegen sich so um die 30 Euro. Seven Wonders Duel kriegt man sogar für unter 20 Euro. Ja, kann ich jetzt diese Organizer hier empfehlen? Ja, wenn ihr eure Spiele nicht hochkant stellen wollt, sondern liegend. Auch ja, wenn ihr nur das Grundspiel besitzt, wobei man teilweise auch die ein oder andere Erweiterung mit unterbringen kann. Noch ist die Auswahl im Online-Shop bei Kraken War Games bezüglich Organizern überschaubar, aber ich hoffe wirklich, dass da noch mehr dazu kommt, denn die Dinger sind schon wirklich gut und halten das, was sie versprechen. Ja, und das war's dann auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo da, gebt dem Video einen Daumen hoch und über eure Kommentare freue ich mich natürlich ganz besonders. In diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß beim Spielen und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald!